Günther Rossnagel kümmert sich. Zusammenhalt ist hier wichtig im Bürgerverein Steinstücken. 1978 zog der Heidelberger in die Westberliner Exklave und blieb. Wenn der vereinet wäre, würde ich vielleicht nicht mal Wilfried kennen. Ne? Ja, das ist so. Durch den Verein sind diese Kontakte ringsherum entstanden. Ne? Anfangs trafen sich hier Kleintierzüchter. Heute erinnert der Verein an das Leben mit der Mauer. Guten Morgen! Ausgeschlafen, ja? Die gemeinsamen Erinnerungen pflegen, das ist ihnen wichtig. Willst du was trinken? Viel hat sich verändert in den letzten 25 Jahren. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Stadtgrenze zur Zonengrenze. Als Teil des Bezirks Zehlendorf kam Steinstücken zum US-Sektor, das umliegende Babelsberg wurde sowjetisch. Wer rein oder raus wollte, musste sich einer Passkontrolle unterziehen, auch die Einwohner. Auf dem Weg zur Denkmalpflege macht Günther Rossnagel einen behenden Satz über die ehemalige Grenze in den Osten. Das Vereinstor steht auf der alten Mauerlinie. Erinnerungen finden sich in Steinstücken an fast jeder Straßenecke. Die Mauer ging hier längs und hier hoch. Für ein Jahrzehnt lebten die Rossnagels Wand an Wand mit den Grenzern. So ein kleiner Trampelpfad von der Straße bis zu unserem Haus. Und gleich über der Mauer stand ein großer Wachturm. Also war das schon ein komisches Gefühl. Hier sehen Sie den Rest der Mauer von Steinstücken. Zwei Teile liegen da noch. Günther Rossnagel erinnert sich gerne zurück. Besonders an die guten Beziehungen zu den Alliierten. Und hier haben wir die große Feste gemacht, sagst du, den Vatertag haben wir immer Denkmalfeste gemacht. Haben die Amerikaner, haben wir die Wiese gemäht. Also das war eigentlich schade, wo die dann weg sind. Ne? Geblieben sind zwei alte Rotorenblätter. Sie erinnern an den ehemaligen US-Militärposten. Um den alten Landeplatz ist über die Jahre ein Neubaugebiet entstanden. Bei der Verabschiedung habe ich ja mir geschworen, solange ich leben kann, werden wir auch diese Erinnerungsfeier, die Denkmalfehde, machen. Das habe ich schon überstrichen hier. Man sieht, mit Graffiti und für sich bleibt es verschont, aber ein paar Mal war halt doch dran geschmiert. Der Verein kümmert sich, ein paar wenige noch. Aber was passiert, wenn Sie weg sind? Das darf nichts mehr sein. Ne? Die Jugend. Die hat andere Interessen, die interessiert doch das Denkmal nicht. Ja. Ansonsten werden die Erinnerungen immer mehr verblassen dann. Ne?